Hallo, ich bin der Hübi von Swisstop. Heute zeige ich euch die Montage der verschiedenen Modelle Bremsscheiben, passend zu den verschiedenen Typen Naben, die auf dem Markt sind. Wir haben 6-Loch-Modelle, wir haben Centerlock-Modelle und wir haben Centerlock-Modelle mit Adapter. Als erstes habe ich hier eine 6-Loch-Nabe vor mir. Passend dazu habe ich die Swisstop Catalyst One, auch mit 6 Löchern hier. Wir haben hier eine Materialstärke von 1,95 mm für lange Lebensdauer. Und mehr Material heißt auch Top-Hitzemanagement. Wir haben abgerundete Kanten, damit ihr euch nicht verletzt daran, und wir haben Verschleißindikatoren, die 3 schwarzen Punkte auf jeder Seite. Wenn die verschlissen sind, seid ihr bei 1,6 mm und dann ist es Zeit, die Bremsscheibe zu wechseln. Zur Montage braucht ihr einen Torx T25. Ihr legt die Scheibe mit korrekter Laufrichtung auf die Nabe und dann könnt ihr beginnen, die Schrauben reinzudrehen mit dem erwähnten benötigten Werkzeug. So, jetzt habe ich mal alle Schrauben von Hand angezogen und um dies perfekt und richtig zu machen, gibt es vom Hersteller Swisstop hier eine Angabe vom Drehmoment. Das liegt bei 4 Newtonmeter. Ich habe hier den Drehmomentschlüssel, den stelle ich jetzt auf 4 Newtonmeter ein. So, und jetzt kontrolliere ich jede Schraube übers Kreuz, damit das am Schluss alles perfekt nach Vorschrift und Vorgaben angezogen ist. So, das sollte passen. Bevor ihr das Rad einbaut, nehmt euch einmal Bremsreiniger, reinigt die Scheibe und dann steht einer quietschfreien Fahrt nichts mehr im Wege. Das wäre es zum Modell 6-Loch. Nun gehe ich rüber zur Montage von Centerlock. Hier haben wir nun das Modell Centerlock von der Nabe. Man sieht schon den Unterschied zum 6-Loch. Da hat es eine Verzahnung drauf und die haben wir dann auch bei der passenden Scheibe. Hier verbaue ich heute Swisstop Catalyst Pro Centerlock. Auch hier unsere Merkmale mit abgerundeten Kanten, mit unseren Verschleißindikatoren. Hier 160 mm, Materialstärke 1,8. Ich nehme die Scheibe, Beschriftung nach außen, setze da Verzahnung auf Verzahnung, dann passt das mal soweit. Ich nehme den Centerlock Ring, hier hat es eine Angabe maximal bis 160 mm Durchmesser der Bremsscheibe, das passt perfekt. Ich nehme den Ring und drehe ihn mal so weit wie es geht von Hand drauf. Dann brauche ich dieses spezielle Werkzeug dazu. Nehme das Rad ein bisschen in diese Richtung und ziehe hier nun richtig fest an, dass das perfekt hält. Und nun ist die Scheibe Modell Centerlock perfekt montiert. Als nächstes zeige ich euch noch die dritte Variante. Centerlock-Nabe mit Adapter und 6-Loch-Scheibe. Wir haben hier wieder die Centerlock-Nabe. Dann habe ich hier den Centerlock-Adapter mit der Fräsung innen drin. Den könnt ihr ganz einfach hier draufstecken. Ihr nehmt die Scheibe passend hier auf diese Nocken, die noch hervorstehen. Dann kommt dieser Zwischenring noch drauf. Und dann haben wir den Lockring, den wir am Schluss noch brauchen. Den drehen wir auch wieder
hier rauf, ziehen das mal so gut wie möglich von Hand an. Und jetzt kommt wieder dieses Spezialwerkzeug zum Zuge und ich setze wieder an und ziehe den Adapter nun fest. So. Das wäre soweit die Montage Centerlock mit einer 6-Loch-Scheibe. Hier auch wieder Empfehlung, mit dem Bremsreiniger schnell die Scheibe reinigen und dann steht einer quietschfreien Fahrt nichts mehr im Wege.